So, hallo und grüß Gott. Ich möchte Ihnen heute mal zeigen, wie man mit dem Doppeldecker für eine Hochzeit zwei Ringe bäckt. Ganz einfach gemacht. Ein Biskuit gebacken mit 5 Eier, durchgeschnitten, einfach gefüllt, je nach Füllung, wie Sie das möchten. Und dann einfach einstreichen, mit der Lochtülle außenrum spritzen. Und dann haben wir natürlich mit unserer Eiweißmasse diese Rosen gespritzt. Das hat Ihnen die Simone ja schon öfters gezeigt in einem Video. Und mit Silberperlen haben wir einfach das Ganze ausgarniert und verziert, den Namen gelegt und die Ringe drauf. Und ich finde, das ist einfach eine nette Idee, einfach zur Hochzeit mal sowas zu backen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Nachbacken. Tschüss!